ich denke, wir kommen jetzt zu dem nächsten Knackpunkt. Und zwar diese Einrichtung einer Sondergerichtsbarkeit, also Investoren-Staatsklagen. Also was ganz Besonderes ist. Und dann denke ich, mache die Frau Domscheit-Merl wieder den Aufschlag. Ich glaube, die entscheidenden Knackpunkte für diese Frage sind eigentlich schon genannt worden. Nämlich, diese Schiedsgerichte bedeuten nichts anderes, als Demokratie zur Handelsware zu erklären und alle demokratischen Prozesse auf nationaler Ebene oder auf Ebenen darunter einfach aufzuheben. Das heißt, wir wählen eigentlich Volksvertreter, die für uns Dinge verabschieden sollen als Gesetze, die uns schützen, Verbraucherschutz, Arbeitsschutz, Umweltschutz und so weiter. Industrie international sieht das aber nicht als Schutzmechanismen, sondern als Handelsbarrieren. Und diese Barrieren werden dann aufgewogen oder geschätzt in irgendwelche finanziellen Einbußen und Schaden, die man so als Unternehmen eventuell erleidet. Das wird ja sozusagen in die Zukunft geschätzt. Und man kann sich vorstellen, wie da so geschätzt wird, wahrscheinlich wie das Wirtschaftswachstum und noch eine Null rangehängt. Und dann wird in einem komplett undemokratischen, ich will gar nicht den Begriff Rechtsrahmen nehmen, weil es hat mit Rechtsrahmen ja gar nichts mehr zu tun, wird da in so einem Sechs-Augen-Gremium etwas entschieden, ohne dass man sich auf irgendeine rechtsstaatliche Weise dagegen wehren kann. Das ist alles ausgehebelt. Und damit ist, wie gesagt, ein demokratischer Grundprozess ausgehebelt. Dann können wir gar nicht mehr sagen, wir leben in einem Rechtsstaat, weil alles, was man über die Volksvertretungen verhandelt, jederzeit durch irgendein Unternehmen gerade mal so aufhebbar ist. Und die Erfahrung mit solchen Schiedsgerichten in der Vergangenheit, also mit Beteiligung der USA, zeigt, dass die halt, ne, da sind ja Millionen im Spiel, einfach super gute Leute da haben. Ich will auch den Begriff Korruption gerne mal fallen lassen, weil ich glaube schon, dass der in Europa eine große Rolle spielt. Lobbyismus in Europa hat richtig viel Geld, war ein Wirtschaftsraum von 500 Millionen Menschen und 28 Ländern gleichzeitig mit einer Fliegenklappe erschlagen werden kann. Das lohnt sich. Da wird allein von der Finanzindustrie jedes Jahr über 120 Millionen Euro investiert. Und das ist eine Investition, das ist kein Almosen, sondern man glaubt, dass man für jeden Euro, den man da reinsteckt, mehr als diesen Euro wieder zurückkriegt. Die sind ja nicht blöd. Und genau aus dem Grunde habe ich berechtigte Zweifel daran, dass das dort auch nur halbwegs fair und objektiv abläuft. Aber selbst wenn es so wäre, hebelt es demokratische Grundprozesse aus. Und das ist nicht in Ordnung. Und allein wegen dieses fundamentalen Geburtsfehlers, von allen anderen Inhalten abgesehen, ist dieses Abkommen für mich absolut inakzeptabel und von keiner Partei, von irgendjemandem abzulehnen. Herr Lenders, braucht die Wirtschaft und braucht die mittelständische Wirtschaft und die kleinen Unternehmer, brauchen die einen Investor Staatsklage nicht? Ja, da müssen Sie natürlich sehen, dass es mittlerweile viele mittelständische Unternehmen gibt, die in den USA investieren. Ich will Ihnen sagen, aber dass diese Vereinheitlichung der Standards, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ne, man einigt sich auf eine bestimmte Art von Steckdosenarten, damit dann alles da reingeht. Ja, lass es mir mal, man einigt sich dann auch. So, es gibt jetzt ein Land, das sagt, es passt bei uns aber nicht und wir setzen diesen Standard nicht um. Es kommt ein klagendes Unternehmen und sagt, ich habe mich aber unter der Voraussetzung, dass ich einen Investitionsschutz habe, darauf verlassen und beklage jetzt dieses Land. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das widerspricht zutiefst meiner Überzeugung auch als Rechtsstaatspartei, ich sage, aus das nationale Interesse dann einfach ausgehebelt bzw. unterlaufen werden können. Es ist die Steckdosen relativ harmloses Beispiel. Aber das kann man natürlich dann auch fortführen, zum Beispiel bei den Wasserversorgungen, bei Daseinsvorsorge, dass Unternehmen, Großkonzerne versuchen, unter diesem Aspekt quasi die Nationalrechtlichkeit zu unterlaufen.
Und da kann ich dann auch und sage ich auch als FDP-Mann, es darf eine Bundesregierung einer Verhandlungsergebnis nicht zustimmen, wo so ein Schiedsgerichtsverfahren drin verhandelt worden ist, was eigentlich am Ende dazu dient, die nationalen Rechtsstaatlichkeiten zu unterlaufen. Das darf eine Bundesregierung nicht tun. Ja. Also ich kenne, Herr Lenders, jetzt hat mir gefehlt die Blinkerfarbe noch. Die hätten Sie jetzt mal erwähnen müssen, dass die Amerikaner eine andere Blinkerfarbe haben, dass wir deshalb Freiheitsabkommen brauchen. Das hat Herr Garfield jetzt gesagt. Ich finde, das reicht nicht, um ein Freiheitsabkommen zu erklären. Auch die Steckdosen nicht. Mit Verlaub. Das ist allein so bei der Sache. Das würde nein, das gibt technische Regulierungen, die können wir jederzeit reden. Aber es geht ja sozusagen um alle Lebensbereiche und es geht auch um Lebensbereiche, die nichts mit einer Blinkerfarbe zu tun haben. Und ich glaube, dieses Instrument der Schiedsgerichte, da müssen wir erstmal den Begriff Gericht ja streichen. Weil da sitzen drei Rechtsanwälte miteinander. Da sitzt keiner in schwarzer Robe im Namen des Volkes, sondern da wird ein Deal gemacht. Und das Geschäftsmodell dieser Gerichtshöfe ist ja eine Erfindung tatsächlich von den Amerikanern Mitte der 90er Jahre. Haben sie gedacht, es geht nicht nur um Enteignung, sondern auch, wenn ein Unternehmen seinen entgangenen Gewinn einklagen kann. 190 Klagen gibt es zurzeit. Die gehen überwiegend aus zugunsten natürlich von Unternehmen oder es gibt einen Deal, den man da macht und man kann keine Revision einlegen. Also das passt einfach nicht mehr in die Zeit. Ich kann das ja nur verstehen, wenn man sagt, ja, damals bei Pakistan, ja, kann ich ja verstehen, aber wir haben das amerikanische Rechtssystem anerkannt und die unseres. Warum kann ein normaler Konzern da nicht klagen? Und jetzt höre ich immer, es geht um die kleinen Unternehmen. So als wenn der örtliche Bäcker jetzt vor das Schiedsgericht läuft, nach dem Motto, ich kann meine Brötchen nicht in die USA laufen. Völliger Quatsch. Es geht, und man sieht, wer klagt. Es sind immer die großen Player. Es geht immer um die Konzerninteressen. Und um die Konzerninteressen. Was mich natürlich von wegen demokratischen Mitentscheidungen, ja, wir stimmen als Europäisches Parlament nachher ab. Aber wir können nur Ja oder Nein abstimmen. Es gibt kein Mandat, wo wir sagen, ach, das passt uns nicht, gehen wir mal zurück und verhandeln nochmal neu. Am Ende heißt es, stimmt mit Ja oder stimmt mit Nein. Von wegen, wir können das verändern, so wie es reingekommen ist. Gar nichts ist die Möglichkeit. Und man kann mir vorstellen, was da für Druck am Ende ausgeübt wird. Es geht doch dann vielleicht um Interessen von großen Firmen, die Arbeitswelt zu schaffen. Das ist doch das Instrument, das auch noch völlig undemokratisch ist. Das muss man sehr deutlich sagen. Und ich kann nur eins sagen, diese Regelung, auch wenn die Europäische Kommission jetzt vorgelegt hat, man will das jetzt ein bisschen ändern. Im Kern geht es immer noch um eine Sondergerichtsbarkeit. Und das, solange das nicht wegkommt, reden wir gar nicht weiter über dieses Abkommen. Wir haben das, um das an die Kollegen von der Linken sehr deutlich zu sagen, wenn wir mal im Parlament sitzen hier, dann können wir das ja nochmal ausdiskutieren. Kann man mal nachgucken, wer die Anträge eingebracht hat, diese Verhandlungen zu stoppen. Das waren wir als Grüne und wer nicht mitgespielt hat, waren der nicht hier ist und die anderen beiden Parteien. Die haben es auch abgelehnt. Welche Zeit ist denn die schwarze hier? Die schwarze, die ist 3 Minuten und 40 Sekunden. So, Herr Schläfer, Ihre Parteikollegin und Europaparlamentskandidatin, die hat auf einer Umfrage, die neulich rumgeht, unterschrieben, dass sie im Europaparlament, so sie denn gewählt würde, kein Investorenschutzabkommen unterzeichnet, also dem wird sie nicht zustimmen. Dann bin ich gespannt, einmal, ob sich das durchhalten lässt in Zukunft und was Sie dazu sagen. Ob sich das durchhalten lässt, da fragen Sie bei mir den Falschen an der Stelle, weil ich nicht die Martina Werner bin. Also, ich finde das gut und richtig, dass sie das unterschrieben hat und dass sie das nicht möchte. Diese Investitionsschutzabkommen, mal unabhängig davon, ob man sie vielleicht schon grundsätzlich ablehnt, die hatten meine Funktion an Stellen, wo mit Staaten gehandelt wurde, die kein in dem Sinne rechtsstaatliches System hatten. Das ist weder die EU noch sind das die USA. Und deshalb macht das an dieser Stelle
in so einem Rahmen überhaupt keinen Sinn und deshalb lehnen wir das ab. Und warum der Sigmar Gabriel dazu nichts sagt, das weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls von ihm gelesen, und das kann ich dir auch gleich nochmal zeigen, ich habe von ihm gelesen, dass er das auch ablehnt, weil das mit unseren Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit überhaupt nicht zu vereinbaren ist. Die einzigen daran verdienen, ist zum einen die Industrie und zum anderen die Anwälte, die damit beschäftigt sind. Die könnte sich der Bäcker um die Ecke nämlich gar nicht leisten. Ja, schön, aber wenn das die US-Genderforce so gern möchte. Wie bitte? Wenn die US-amerikanische Handelskammer das so gern möchte, wird dann Gabriel einknicken oder nicht? Ob Gabriel einknicken wird oder nicht, das weiß ich nicht. Aus meiner Sicht ist das eine Stelle, die nicht verhandelbar ist. Sprich, wenn die USA darauf bestehen, gibt es kein Abkommen. Schauen wir mal, hat Franz Beckenbauer gesagt. Ne? Mit dem Blinker hat der Gabriel wahrscheinlich deswegen gemacht, weil mit rechts, links blinken, rechts abbiegen, da kennen die sich ja aus. Ich wünsche mir aber auch, Martin, dass du dafür sorgst, bei dem, ich meine, du bist ja da, sozusagen, ihr habt es ja erfunden, den Widerstand gegen TTIP, Attac hat es erfunden, ja, und sowas, und Kampak und sowas, aber ihr habt es auch erfunden, prima, ja, dann sorgt doch bitte mal für eine klare Positionierung der hessischen Grünen, insbesondere in der Landesregierung. Aber die schwarze Sanduhr, die nehme ich nicht, die kriegt ihr. Ja? Nochmal zum Gegenstand der Schiedsgerichte. Ja? Auch nochmal das, was gerade gesagt worden ist mit den Anwälten. Ich habe noch ein komisches Hobby. Ja? Ich lese gerne amerikanische Wirtschaftskrimis. Ja? John Grisham hat bestimmt schon der eine oder andere gehört. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das stimmt. Die kriegen ein Drittel, nee, 30% der Vergleichssumme. Ja? Das ist eben ihr Honorar. Also auch das Anwaltsvergütungssystem bei uns ist ein bisschen eigenartig. Ich will da jetzt keinen anwesenden Juristen zu nahe treten, aber die kriegen auch mehr Geld, wenn sie Vergleiche hinkriegen. Wenn das aber stimmt, ja, dann reden wir über ein Anwaltshonorar bei 3,7 Milliarden Klagesumme im Fall von Vattenfall von 1,1 Milliarden. Das ist richtig Asche. Also von daher, das finde ich ehrlich gesagt die schlimmste Fehlsteuerungswirkung, was dieses Schiedsgerichtsverfahren angeht, weil die Anwaltsinteressen in den USA gibt es diese Massenklagen, ja, und sowas. Diese Massenklagen, die werden ganz maßgeblich deswegen betrieben, weil eben die Vergleichssummen, wenn ich das schaffe, dass da ein paar tausend Leute klagen, auch wenn die Vergleichssummen für sich genommen nicht so besonders groß sind, da kommen irre Beträge zusammen. Und das ist natürlich etwas, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da wird es mir Himmelangst. Ja? Und deswegen werden wir die SPD an ihren Taten messen. Ja? Und sowas, die Worte haben wir wohl gehört. Und dann schauen wir mal am Ende, wie es dann ausgehen wird. Ansonsten finde ich es unmöglich, über welche Themen da geklagt wird. Da wird der Staat Ägypten wegen Mindestlohn verklagt. Ja, geht's denn noch? Ja? Geht's denn noch? Ja? Und wenn hier die CDU in Hessen, dieser ist nicht da, aber wenn die auch gegen Fracking sein sollte, wie ich gehört habe, ja, und sowas, wie wird denn das dann ausgehen, ja, wenn es um Fracking geht? Ja? Wird es dann so ausgehen, dass in den USA Fracking verboten wird? Wahrscheinlich, oder? Ja? So. Dreifach abgesichert. Okay.